Hey ho Kartoffeln, ein weiteres Gaming News Video ist heute für euch im Start. Die meisten von uns warten ja immer noch auf eine PlayStation 5. Entweder weil sie keine vorbestellen konnten, weil sie noch nicht wollten oder weil sie eine vorbestellt haben, aber diese immer noch nicht angekommen ist. Und während in den letzten paar Tagen und Wochen Sony immer und immer wieder gesagt hat, dass wirklich alle restlos ausverkauft sind und es definitiv dieses Jahr keine weitere Vorbestellerwelle mehr geben wird, kam einfach gestern vom offiziellen Twitter-Kanal die Nachricht, dass es dieses Jahr doch wieder möglich sein soll. Ich blende euch einfach mal den Tweet ein, um den es geht. Sony sagte übersetzt: Wir wollen allen Zockern auf der Welt danken, durch die der PlayStation 5 Launch der größte Konsolen-Launch jemals geworden ist. Die Nachfrage nach der PS5 ist unerreicht und wir wollen die Gelegenheit nutzen, um zu bestätigen, dass die Händler noch einmal dieses Jahr mit weiterem Inventar versorgt werden. Bleibt dafür in Kontakt mit den Fachhändlern in eurer Umgebung. Im Klartext heißt das, es wird dieses Jahr also noch einmal eine Vorbestelleraktion geben. Es ist zwar ein bisschen komisch, das eine Vorbestellung zu nennen, obwohl der offizielle Launch ja schon längst war, aber es ist ja so, dass man nach der Bestellung wieder einige Wochen warten muss. Es könnte somit knapp werden mit dem Weihnachtsgeschenk, aber die Chance ist auf jeden Fall gegeben, dass es klappt. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, falls es konkrete Infos gibt, wann und bei welchem Händler die PS5 hier in Deutschland wieder vorbestellt werden kann. Ach, und um das auch mal wieder klarzustellen, das wird alles nur online erfolgen, also lokal im Laden wird die PS5 dieses Jahr zu 100% nicht mehr vorliegen. Ihr braucht gar nicht nachschauen. Das Einzige, was in der Richtung funktioniert, ist die Vorbestellung online mit Abholung im Markt. Also da werden GameStop, Mediamarkt und Saturn auf jeden Fall weiterhin diese Möglichkeit anbieten, solange der Lockdown das Ganze nicht verbieten sollte. Und wo wir gerade bei Mediamarkt und Saturn waren, da ist es übrigens immer noch so, dass sich die schon vorbestellten Konsolen sehr verspäten. Teilweise wurden die Bestellungen sogar ganz storniert, aber in den meisten Fällen dauert es einfach noch ein paar Wochen bis zur Lieferung, was extrem schade ist. Da hat man sich schon extra die Zeit genommen und das Glück gehabt, eine vorbestellen zu können und dann kommt die einfach nicht an. Die Kommunikation ist hier das größte Problem. Man bekommt einfach keine konkreten Infos zu seiner Bestellung. Und wenn man da mal nachfragt, dann sind die Märkte selbst meistens komplett planlos, wann und ob die nächste Lieferung eintrifft. Hauptsache erstmal das Geld in Vorkasse nehmen und dann die Kunden im Regen stehen lassen. Und als Kunde kann man ja auch nichts machen, außer zu stornieren, aber das bringt ja auch nichts, woanders bekommt man die ja eh nicht mehr. Dann lieber die Hoffnung, dass überhaupt eine ankommt, auch wenn es verspätet ist, aber schön ist das bestimmt nicht. Mir konnte der Mediamarkt-Support übrigens auch erst nach der dritten Anfrage überhaupt sagen, dass meine bestellte PS5 in der ersten Dezemberwoche ankommen soll. Na, mal sehen, ob es bis dahin was wird, aber ich bleibe vorsichtig skeptisch. Und auf der anderen Seite der Medaille sind leider die Leute, die es nicht verdient haben, auch nur eine einzige PS5 zu bekommen, aber mehrere Dutzend, teilweise sogar mehrere tausend Stück haben. Die Reseller. Der größte Schmutz der Welt. Dieser Unrat hat es teilweise sogar geschafft, mehr Konsolen an sich zu reißen als offizielle Händler. Und die werden jetzt natürlich zu abartigen Preisen auf eBay verkauft. Und das mit Erfolg, das ist ja das Traurige daran. Dadurch, dass die Situation so kritisch ist und man echt Glück braucht, einen auf normalen Wege vorbestellen zu können, eben auch wegen dieser ganzen Bots, die sich so viel an sich reißen, sind einige Gamer noch mit diesen horrenden Preisen einverstanden. Und da sprechen wir nicht von 50 Euro mehr. Die Reseller verlangen meistens das Doppelte bis Dreifache vom ursprünglichen Konsolenpreis. Ab 1000 Euro werden mehrere Konsolen am Tag verkauft und das geht gerne sogar noch viel höher. Ich denke, den meisten von euch, die das Video hier gucken, die wissen das auch und die würden das niemals machen, aber an die Verzweifelten unter euch, die unbedingt noch eine vor Weihnachten haben wollen, ich kann euch nur sagen, dass ihr wirklich keine braucht im Moment. Es gibt nur ein einziges gutes Spiel, dass man zurzeit auf der PS5 und nur auf der PS5 zocken kann und das ist Demon's Souls. Ich liebe zwar die Souls-Serie, aber ich weiß auch, dass es eigentlich immer noch eine Nische ist, durch das sperrige Kampfsystem und die Überkomplexität, gerade vom ersten Teil, gerade von Demon's Souls, da ist viel übernommen worden. Es ist zwar ein Remake, aber was Quality of Life angeht, ist da immer noch viel, viel Sperriges dabei. Also das ist nichts, was ihr eben mal entspannt an einem Abend für eine gemütliche Runde einlegt. Ich hätte ja gerne Videos darüber gemacht, aber meine Konsole ist wie gesagt noch nicht da und so geht's den meisten, also ist auch der Online-Modus bei dem Spiel noch recht unterrepräsentiert. Die Lage wird sich auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres entspannen, also haltet einfach bis dahin durch und dann sind auch die ganzen Kinderkrankheiten der PS5 gelöst, die die Software betreffen und dann bleiben vor allem die Aasgeier auf den Konsolen sitzen,
die jetzt ganze Lager voll davon haben. Einer dieser Netzwerke, die es geschafft haben, 3500 der begehrten Konsolen in Großbritannien abzugreifen, nennt sich Crabchief Notify. Das ist eine Discord-Gruppe mit knapp einem Dutzend Mitgliedern, die sich durch Bots rasch den ganzen Vorrat an Konsolen sichern konnten. Die gehen sogar so weit, dass sie eine bezahlte Mitgliedschaft anbieten, um überhaupt erst in den Discord-Kanal beitreten zu können. Die reicht von 40 bis zu stolzen 350 britischen Pfund. Die haben sich das Reseller-Konzept richtig zum Geschäft gemacht. Zum einen muss man dann natürlich die Händler in die Verantwortung ziehen, damit die bessere Schutzmaßnahmen gegen Bots einrichten, wie zum Beispiel eine Capture-Eingabe oder ständig wechselnde IP-Adressen, damit es eben nicht mehr so einfach ist. Aber auch die Reseller werden cleverer. So hat zum Beispiel die eben angesprochene Gruppe dafür gesorgt, dass sie ihre Bots durch mehrere Seiten schleusen auf der Suche nach offenen Bestellvorgängen, um die dann zu übernehmen. Und noch dazu kommt, dass die Gruppe Kontakte zu den Händlern hatte, sodass die genau wussten, zu welcher Uhrzeit die Vorbestellungen offen waren. Und natürlich sind die Bots auch viel schneller als ein Mensch durch die Bestellung klicken könnte. Und das ist nur ein einzelner Ring an Resellern, der mit seinem Erfolg angegeben hat. Also man kann schon davon ausgehen, dass insgesamt mehrere 10.000 Konsolen in die Hände von so einem Unrat gefallen sind. Aber wie gesagt, wir als Kunden können nur die Händler darauf aufmerksam machen und hoffen, dass es in Zukunft nicht mehr so einfach geht, damit die Konsolen dann auch wirklich in die Hände der Leute kommen, die Gamer aus Leidenschaft sind und die Sony unterstützen wollen, obwohl es eigentlich noch gar keinen Grund dafür gäbe, die Konsole jetzt zu kaufen. Wie gesagt, es gibt ja noch kaum exklusive Spiele dafür. Es gibt noch diese paar Kinderkrankheiten. Und trotzdem gibt es Fans, die einfach Hardcore-Zocker sind, die gerne Sony unterstützen würden, aber die leider keine Chance dafür haben und natürlich den Resellern das Geld auch nicht gönnen. Und zwar auch völlig zu Recht. Und es wird noch schlimmer. Über Twitter haben sich in den letzten paar Tagen immer und immer mehr Menschen über ihre PS5-Bestellung beschwert, in der entweder gar nichts drin war oder ein falsches Produkt. Da ist gerne mal statt einer PS5 eine Packung Haushaltsmittel drin, Tiernahrung oder Spielwaren. Und so liegt die Vermutung nahe, dass sich die Lieferanten oder die Verpacker der großen Händler, gerade bei Amazon scheint das Problem zu sein, an den Konsolen bedient haben. Kann nur hoffen, dass ihr nicht davon betroffen seid und zum Abschluss dieses katastrophalen Jahres 2020 doch noch eine Weihnachtsüberraschung bekommt und viele von uns die Feiertage mit ihren Liebsten und der liebsten Konsole verbringen können. In dem Sinne würde ich mich an der Stelle auch mit einem Shoutout an meine Kartoffelritter verabschieden, die mich mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen, vor allem an The Prophet, Chris, The Joker, René, Markus, Matze, Robin, Ralf, Kevin, Big Chris TV, Lil Assassin, Kuruka, Blackout, Drang TV, Tamara, der Lukas, Marc und Christian. Vielen Dank an euch, ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Boom, ba-ba-dum, boom, ba-ba-dum-bum. United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.